Was für ein schwungvoller Auftakt, meine Damen und Herren, zu einem ganz besonderen Anlass. Herzlich willkommen zu 75 Jahre Badischer Sportbund Nord. Ungewöhnlich sicher, dass Sie zu Hause sind und wir hier feierlich gestimmt vor Ort, aber so ist es nun mal in diesen bewegten Zeiten. Mein Name ist Martin Wacker, ich bin auch immer wieder die Stimme des Sports. Wir haben für Sie ein kurzweiliges, ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt mit wunderschönen, bewegten Erinnerungen an den Sport in Nordbaden. Dazu interessante Gäste hier live im Studio und natürlich einige Gäste, die uns auch zugeschaltet sind. Live bei mir sind gleich drei ehemalige Präsidenten des BSB Nord. Einer ist natürlich heute live dabei. Das ist der amtierende Präsident und ich freue mich über seine Gedanken zu diesem großen Jubiläum. Bitte Martin Lenz. Ja, vielen Dank, lieber Martin Wacker, für die freundliche Begrüßung. 75 Jahre, ein ganz besonderes Jubiläum. Und ich darf auch sagen, ich bin persönlich sehr stolz auf alle, die da mittun im Sport, ob klein, ob groß, ob jung, ob alt. Und ich glaube, dieses Jubiläum begehen wir heute alle in einer besonderen Dankbarkeit. Denn Pandemie bedeutet für alle, aber auch wirklich alle Altersgruppen, Sport ist wichtig. Wir wollen wieder zurück zu unserem Sport und deswegen kommen wir mit diesem Jubiläum, glaube ich, auch der Zuversicht wieder ein ganzes Stück näher. Und deswegen glaube ich auch, dass der Blick in die Vergangenheit uns ermutigen sollte und ermutigt. Und deswegen ist es mir auch nicht bange vor den weiteren 75 Jahren. Unser Sport hat in diesen Zeiten durch die Landesregierung eine besondere Wertschätzung erfahren. Der sogenannte Solidarpakt Sport wurde gerade dieser Tage abgeschlossen. Es gibt so viel Fördermittel, so viel Unterstützung wie noch nie für alle Sporttreibenden in unserem Baden-Württemberg. Und wir in Nordbaden freuen uns natürlich ganz besonders, denn auch wir haben viele Kinder, viele Jugendliche, Eltern, Seniorinnen, Senioren, Frauen und Männer, die im Sport ihre Sinnerfüllung finden, die ihre Freizeit positiv und sinnvoll gestalten mit Hilfe unseres Sports. Und deswegen ist der heutige Tag, ist die Feier, das Jubiläum zum 75 Jahre Badischer Sportbund ein ganz besonderer Tag der Rückbesinnung, natürlich auch der Gegenwart, die uns alle herausfordert, gar keine Frage, aber mit Sicherheit für eine tolle sportpolitische Zukunft. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir dieses Jubiläum in diesem Rahmen heute begehen können. Ja, danke, Präsident Martin Lenz. Wir sehen uns später noch einmal wieder. Der Badische Sportbund Nord hat heute viele Aufgaben und viele Bereiche, in denen er den Sport in Baden mit seinen nahezu 2500 Vereinen und 800.000 Mitgliedern fördert, unterstützt und berät. Das sind wirklich beeindruckende Zahlen, meine Damen und Herren. Das Motto des BSB, Vereine, Verbände, Verantwortung, steht dafür ebenso wie der Slogan: Bilden, beraten, bezuschussen. Wir sind der Dachverband von knapp 800.000 VereinssportlerInnen in 2500 nordbadischen Sportvereinen. Als Teil des Landessportverbandes Baden-Württemberg und des Deutschen Olympischen Sportbundes gestalten wir die Zivilgesellschaft aktiv mit und sind mit unseren neuen Sportkreisen, 52 Fachverbänden und ca. 2500 Sportvereinen ein Element gelebter Demokratie. Denn als Ganzes sind wir mehr als die Summe unserer Mitglieder. Und diese sind so vielfältig wie das Sportangebot in Nordbaden. Egal ob Freizeit- oder Breitensport, Gesundheits- und Reha-Sport oder Wettkampf- und Leistungssport. Unsere Vereine in Nordbaden sorgen täglich dafür, dass Menschen jeden Alters in Bewegung bleiben, egal auf welchem Leistungsniveau. Denn angefangen von Kinderturnfesten über das Sportabzeichen und Landesmeisterschaften bis hin zu Olympischen Spielen, Spaß am Sport zu haben und sich mit anderen zu messen, steht im Mittelpunkt. Dafür sorgen unsere 52 Fachverbände. Sie sind für den Wettkampf und Spielbetrieb sowie die Entwicklung der Sportarten zuständig. Nicht zu vergessen, unsere Kinder und Jugendlichen. Die Badische Sportjugend ist unsere Jugendorganisation und damit das Dach des Jugendsports in Nordbaden.
Mit rund 300.000 Mitgliedern ist sie die größte nordbadische Jugendorganisation und unterstützt die Jugendarbeit in den Sportvereinen, beispielsweise mit Bildungsangeboten und Zuschüssen. So vielfältig wie die Sportlandschaft sind auch die Aufgaben, die wir für den organisierten Sport erfüllen. Unter dem Motto Bilden, Beraten, Bezuschussen unterstützen wir unsere Vereine auf vielfältige Art und Weise. Ob für die Arbeit in der Sporthalle oder in der Geschäftsstelle, wir bilden die größtenteils ehrenamtlich Engagierten in unseren Sportvereinen weiter und machen sie fit für die vielfältigen Aufgaben. Gemeinsam mit unseren Fachverbänden führen wir verschiedene Übungsleiterausbildungen durch und bieten viele verschiedene Fortbildungen im Bereich Sportpraxis an. Vereinsfunktionäre profitieren von Aus- und Fortbildungen zu vielfältigen Managementthemen, die ihnen bei der täglichen Vereinsarbeit weiterhelfen. Wir beraten unsere Mitgliedsvereine bei allen Fragen rund um die Vereinsarbeit und unterstützen sie bei ihren vielfältigen Aufgaben in den Sportvereinen. Sei es für eine Angebotsgestaltung, einen Vereinsentwicklungsprozess, Satzungsfragen oder auch bei Themen rund um den Sportstättenbau. Wir sind die Servicestelle für den organisierten Sport in Nordbaden und stehen unseren Mitgliedsvereinen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Wir übernehmen die Verteilung von Landesmitteln an unsere Mitgliedsvereine in Nordbaden und setzen über 10 Millionen Euro jährlich zur Förderung des Breitensports in verschiedenen Förderprogrammen gezielt ein. Diese erstreckt sich von Zuschüssen für Sportstätten und Sportgeräte über Zuschüsse für Jugendfreizeiten bis hin zu Kooperationen von Sportvereinen mit Kindergärten und Schulen. Die Sportkreise sind der BSB vor Ort. Sie vertreten die Interessen der Sportvereine gegenüber den Gebietskörperschaften in ihrem jeweiligen Wirkungskreis. Außerdem beurkunden sie bei Vereinen, Schulen, Polizei oder Bundeswehr abgelegte Sportabzeichen. Durch Sportlerehrungen sowie die Auszeichnung verdienter FunktionsträgerInnen pflegen sie die Anerkennungskultur. Eine Kernkompetenz unseres nördlichsten Sportkreises, Tauberbischofsheim, liegt auf einer qualifizierten sportlichen Jugendarbeit. Hierzu zählen Sportfreizeiten, internationale Jugendbegegnungen im Sport mit Partnern im In- und Ausland. Ein Aufgabenschwerpunkt des Sportkreises Buchen besteht in sportmedizinischen Fortbildungsangeboten für ÜbungsleiterInnen in Kooperation mit den Odenwaldkliniken. Anerkennungskultur wird durch eine alljährlich stattfindende Sportgala praktiziert. Gelebte Inklusion praktiziert der Sportkreis Moosbach mit der Abnahme von Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung. Die Teilnahme an der kommunalen Gesundheitskonferenz des Neckar-Odenwald-Kreises ist Ausdruck seines gesundheitssportlichen Engagements. Der Sportkreis Mannheim unterstützt seine Vereine unter anderem mit Sportevents wie Sport und Spiel am Wasserturm sowie mit Kinder- und Jugendsportprojekten. Mit dem Fanprojekt Mannheim ist er auch Träger sportlicher Jugendsozialarbeit. Umfangreiche Jugend-, Senioren- und Gesundheitsangebote sowie Angebote zur Inklusion und Integration gehören ebenso zum Aufgabenportfolio des Sportkreises Heidelberg wie ein digitaler regionaler Sportwegweiser für Heidelberg und Umgebung. Der Sportkreis Sinsheim hat sich mit seinem Projekt Sport für alle ebenfalls dem Handlungsfeld Inklusion verschrieben. Außerdem unterstützt er mit seinem Projekt Neue Wege im Sport Konzepte zur Zukunftssicherung von Vereinen. Unser Sportkreis Bruchsal überzeugt mit seinem alljährlich stattfindenden sportpolitischen Frühschoppen durch exzellente Netzwerkarbeit. Als Mitglied der kommunalen Gesundheitskonferenz gibt er sich ein gesundheitssportliches Profil. Der größte der neuen Sportkreise, Karlsruhe, hat sich unter anderem der Unterstützung des Leistungssports verschrieben, zum Beispiel der Nachwuchsförderung und der Förderung von Olympiahoffnungen. Wegweisend ist darüber hinaus das Projekt In Schwung, das die körperliche Aktivität, insbesondere die Sturzprophylaxe von Älteren und DiabetikerInnen zum Ziel hat. Der Sportkreis Pforzheim-Enzkreis mit Sitz in der Goldstadt engagiert sich für die finanzielle Sportförderung durch den Solidarpakt Wirtschaft und Sport im Enzkreis.
Er hat zahlreiche wegweisende Kinder- und Jugendsportprojekte initiiert, darunter Sport hilft, Fit in die Grundschule oder die Pforzheimer Bolzplatzliga. Mit Pforzheimer Kids auf Schwimmkurs engagiert er sich für die Schwimmfähigkeit von Kindern. Der Sport verkörpert von Millionen von Menschen Fairplay, Respekt und gutes Miteinander. Der das sagt, ist kein geringerer als der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann. In den vergangenen Jahren war er bei vielen Veranstaltungen des BSB Nord zu Gast, sei es die BSB-Plattform, das Karlsruher Sportgespräch oder natürlich der Sportbundtag. Und natürlich lässt sich der DOSB-Präsident es sich nicht nehmen, ganz persönlich zum großen Jubiläum zu gratulieren. Liebe Sportfreunde in Baden-Nord, lieber Martin Lenz, liebe Präsidiums- und Vorstandsmitglieder, herzlichen Glückwunsch zu 75 Jahren bewegter badischer Sportgeschichte. Wie gerne hätten wir dieses besondere Jubiläum gemeinsam gefeiert, wie gerne hätten wir im unmittelbaren Austausch und Dialog über all das diskutiert, berichtet und zugehört, was in den vergangenen mehr als 7 Jahrzehnten in eurer Region so vielschichtig und wertvoll bewegt wurde. Die Pandemie vereitelt dieses Vorhaben wie so vieles. Und umso mehr möchte ich euch allen, möchte ich Ihnen allen herzlich danken für das großartige Engagement, auch und gerade in den vergangenen 12 Monaten. Mit euren ca. 2.500 Vereinen, euren 800.000 Mitgliedern und mehr als 50 Fachverbänden seid ihr ein gutes, ein wertvolles, ein großes und bedeutendes Stück des Sport Deutschland Ganzen und bewegt von der klassischen Breitensportentwicklung bis hinein in die Leistungsspitze über Jahrzehnte hinweg vieles. Ihr lebt die Werte des Sports, Fair Play, Respekt, Chancengleichheit, Teamorientierung, ein gutes und sportlich vorbildliches Miteinander auf vorbildliche Art und Weise, wofür wir euch hier aus Frankfurt herzlich danken. In den vergangenen 12 Monaten sind wir alle gemeinsam vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt worden. Die Pandemie verordnet uns an vielen Stellen Bewegungslosigkeit, Aktivitätenlosigkeit und bringt naturgemäß viele Unsicherheiten, viele Zweifel und viele große Fragezeichen für die Zukunft. Doch das Vereinssystem in Deutschland mit in Summe 90.000 Sportvereinen hat immer wieder bewiesen, dass wir auch und gerade in Krisenzeiten in der Lage sind, Zukunft neu zu denken, neu zu gestalten. Deshalb wünsche ich euch zu eurem 75. Jubiläum, dass ihr das kommende Vierteljahrhundert genauso engagiert, genauso zukunftsorientiert beginnt, wie ihr die vergangenen Jahrzehnte gestaltet habt, dass es alsbald zum Ende der Pandemie-Einschränkungen kommen wird und dass wir dann schon bald die Gelegenheit haben, in Karlsruhe oder wo auch immer gemeinsam dieses besondere Jubiläum noch in irgendeiner Form zu würdigen und nachzufeiern. Herzlichen Dank für euren großartigen Einsatz, viel Erfolg für eure weitere Zukunft und auf ein weiterhin so gutes, so engagiertes Miteinander. Vielen Dank. Kooperation Schule-Verein, Sportprogramme mit Kindergärten, Integration durch Sport oder Auszeichnungen für besondere Vereinsarbeit. Auch diese Bereiche stehen allesamt für den BSB Nord. Wir schauen mal rein.
Und zugeschaltet zum großen Jubiläum des BSB Nord ist uns eine weitere prominente und wichtige Vertreterin des Sports, Elvira Menzer-Hasis. Sie ist Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Martin, es ist mir eine große Freude, euch heute dem Badischen Sportbund Nord zum 75-jährigen Jubiläum gratulieren zu können. Seit 75 Jahren ist der Badische Sportbund einer der wichtigsten Bausteine in der Sportverwaltung unseres Landes. 75 Jahre, ein guter Anlass, zurück und aber auch nach vorne zu blicken. Die Historie von euch ist interessant und bemerkenswert und in der Festschrift ausgezeichnet aufbereitet. Gegründet kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in einer Zeit großer gesellschaftlicher Verzerrtheit und auch des Wiederaufbaus. Tatsächlich seid ihr der älteste der drei Sportbünde in Baden-Württemberg. Bereits damals, in eurer Gründerzeit, stand die gesellschaftliche Erziehungsauftrag im Mittelpunkt. Sportler sollten sich zusammentun, um gemeinsam im Sinne der Gesundheit und vor allem im Sinne der Jugendlichen eine Perspektive zu bieten. Sport sollte nach den Schrecken des Krieges auch zur gesellschaftlichen Heilung beitragen. Neben den strukturellen Entwicklungen und der strukturellen Arbeit galt es vor allem, die Daseinsberechtigung über das reine Sporttreiben hinaus zu legitimieren. Was damals galt, gilt auch heute. Der organisierte Sport übernimmt wichtige gesellschaftliche Aufgaben und Funktionen. Sport ist Heimat. Sport ist Gemeinschaft. Sport vermittelt Werte. Auch heute, 75 Jahre nach der Gründung des Badischen Sportbundes Nord, ist unsere oberste gemeinsame Aufgabe, diese Werte zu pflegen. Gerade jetzt, in diesen turbulenten Zeiten, ist die Einheit des Sports enorm wichtig. Es gilt, das Interesse der baden-württembergischen Sportlerinnen und Sportler in der Krise so gut wie möglich zu vertreten. Es gilt, das große Gut Sportvereine zu erhalten, sodass auch nach dem Ende der Corona-Pandemie diese reiche, unsere wichtige Sportlandschaft in unserem Land noch besteht. Und vielleicht, ähnlich wie damals in den Anfängen von Baden-Nord, einen wichtigen Beitrag zur Heilung, zur Erholung von all diesen Lockdowns und Einschränkungen beitragen kann. Der BSB Nord ist für diese Aufgabe gut gerüstet. Mit seinen 9 Sportkreisen und 52 Sportfachverbänden leistet er eine ausgezeichnete Arbeit. Ich weiß Ihre Arbeit sehr zu schätzen und arbeite sehr gerne mit den Akteuren aus Baden-Nord zusammen. Ich sehe auch in Zukunft unser aller gemeinsame Aufgabe darin, uns stetig zu verbessern, unsere Strukturen zu optimieren und mit der Zeit mit dem Neuen zu gehen. Last but not least, wie man so schön sagt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Badischen Sportbund Nord zu bedanken. Gerade in schwierigen Zeiten ist Zusammenhalt der Sportgemeinschaft entscheidend. Für diese stehen wir alle in Baden-Württemberg. Für die Zukunft wünsche ich dem Badischen Sportbund Nord im Namen des Landessportverbandes Baden-Württemberg alles Gute. Seien Sie weiterhin dynamisch, mutig und innovativ. "75 Jahre Badischer Sportbund Nord", das sind nicht nur 75 Jahre großartiger Breitensport, das sind Spitzenathletinnen und Spitzenathleten made in Nordbaden, die von hier aus die Welt eroberten. Sie haben Titel geholt, internationale Titel, Olympiasiegerinnen und Olympiasieger, Weltmeistertitel, Europa-Champions, deutsche Meisterinnen und Meister. Ja, es war wirklich fast jeder Titel dabei. Wir denken dabei natürlich an Steffi Graf und Boris Becker, wir denken an Jürgen Kohler und Olli Kahn, wir denken an Regina Halmich, wir denken an die Leistungen der Legenden, Heinz Fütterer und Charlie Kaufmann. Sie alle haben den nordbadischen Sport in die Welt hinausgetragen.
An diese Top-Sportlerinnen und Sportler aus Nordbaden werden sich meine drei Gäste, die ich jetzt hier bei mir in der kleinen Gesprächsrunde begrüßen darf, ganz bestimmt erinnern. Ich freue mich, dass Sie sich nicht haben nehmen lassen, heute persönlich zum Jubiläum da zu sein. Anton Häfner, der einzige nordbadische LSV-Präsident. Peter Speckert wird bei mir sein, dessen Name untrennbar mit dem Haus des Sports verbunden ist. Und Heinz Jannerlik, der sich der Anerkennungskultur des BSB Nord verschrieben hat und schon mal als Mr. BSB bezeichnet wurde. Aber zunächst freue ich mich sehr, Anton Häfner bei mir zu begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Häfner. Vielen Dank. Herr Häfner, 75 Jahre BSB Nord, ein stolzes Jubiläum. Sie haben diese Zeit über viele Jahre als Präsident mitbegleitet, zuvor als Schatzmeister. Herr Häfner, wie ist für Sie diese Zeit einzuordnen? Vor allem nehmen Sie uns mit in Ihre schwierigste Aufgabe. Was war für Sie der schwierigste Punkt in dieser Amtszeit? Am Anfang meiner Amtszeit bestanden große Rivalitäten zwischen den Vertretern im Präsidium des Sportbundes, zwischen den Vertretern der Fachverbände und zwischen den Vertretern der Sportkreise. Obwohl die Satzung des Badischen Sportbundes die Aufgaben genau regelt und abgrenzt, aber es war immer wieder so, einmal wollte ein Sportkreisvorsitzender den Fachverbänden reinreden, mal umgekehrt. Aber beide Seiten haben dann im Präsidium des Badischen Sportbundes so starke Persönlichkeiten gehabt, dass das innerhalb kurzer Zeit geregelt und geklärt wurde. Sie haben mir im Vorgespräch schon berichtet, dass das Präsidium, das Sie führen durften, sich ausgezeichnet hat durch starke Persönlichkeiten, viel Kompromissbereitschaft, tolle Zusammenarbeit. Das war wichtig in Ihrer Amtszeit, oder? Und ganz wichtig war, dass sich die Persönlichkeiten, gleich aus Fachverbände, aus Sportkreise, dass die sich also gegenseitig akzeptiert, respektiert haben und gegenseitig auch auf sich Rücksicht genommen haben. Sie haben die Finanzen des BSB vor Ihrer Präsidentschaft geführt und haben dann als LSV-Präsident den Solidarpakt Sport auf den Weg gebracht. Wie ist Ihnen das gelungen, Herr Häfner? Das ist dadurch gelungen, dass ich nicht nur durch den Sport, sondern auch privat ein ganz persönlich tolles Verhältnis zu dem damaligen Finanzminister Meyer Vorfelder hatte. Meyer Vorfelder war wirklich ein Freund und Gönner des Sports in Baden-Württemberg. Da lässt keine Maus den Faden aus. Und in Gesprächen mit Meyer Vorfelder, ich habe mich mit ihm mitunter privat getroffen, am Dobel bei Roy Kieferle im Wagbachstüble. Und dort ist dieser Solidarpakt geboren worden. Meyer Vorfelder hat ihn entworfen, mit mir besprochen und dann auf den Weg gebracht. War ja auch ein geselliger Mensch. Das war ein Glücksfall für den baden-württembergischen Sport. So ein badisches Bier bei Roy Kieferle, das hilft dann auch bei den Verhandlungen, oder? Er war ein geselliger Mensch, auch Gerhard Meyer Vorfelder. Ja, ohne weiteres. Ohne ja. weiteres. Wir erleben auch immer unsere Präsidenten als aktive Sportler, die in die Vergangenheit blicken. Sie waren Leichtathlet. Hat Sie auch ein Leichtathlet geprägt? Haben Sie einen Leichtathleten besonders bewundert? Ich habe in meiner Zeit von 15 bis 17 Jahren habe ich Leichtathletik aktiv gemacht, damals bei Phoenix. Und da hatte Phoenix ganz hervorragende Leichtathleten. Das war der Heinz Füderer, war Schellhorn, war Knörzer und war der Bastian. Die waren ja damals deutscher Meister in der 4x100-Meter-Staffel. Ich durfte mit denen trainieren, Trainer Häfele. Allerdings, von der Klasse her, war ich ferner liefen, was die angeht, muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe einen Erfolg erlebt. Wir waren mal süddeutscher Meister in der 3x1000-Meter-Jugendstaffel. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Und wir schauen mal ein wenig in historische Aufnahmen. Der unvergessliche Heinz Fütterer. Letzte Konzentration und Vorbereitungen zum 100-Meter-Finallauf von Heinz Fütterer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern. Damals wurde er auch Sportler des Jahres. Während wir uns seinen Sieg in Bern anschauen, hier nochmals zur Erinnerung. Der 1,72 Meter große und 72 Kilogramm schwere Weiße Blitz feierte insgesamt drei EM-Titel, stellte den Weltrekord von Jesse Owens ein und brachte auch eine olympische Bronzemedaille mit der 4x100-Meter-Staffel 1956 nach Hause. Heinz Fütterer, eine
ganz starke, eine große Persönlichkeit, auch ein fantastischer Mensch, Herr Häfner. Also er war nicht nur sportlich so ein großes Ass, ja, sondern er war auch ein ganz zuverlässiger Mensch. Hat von dem, was er durch den Sport alles bekommen hat, andere teilhaben lassen und andere berücksichtigt. Der Solidarpakt Sport erlebt aktuell schon die vierte Auflage. Sie haben auch immer um Finanzen gekämpft für den Sport. 1996 gab es den Protest gegen drastische Kürzungen der Sportfördermittel des Landes. Da standen Sie an der Spitze des Protestes. Was war das für ein Kampf damals? Es war so, dass der Sport natürlich das, was damals ihm als Kürzung zugemutet werden sollte, nicht annähernd akzeptieren konnte. Wir mussten damals für unsere Vereine, für unsere Fachverbände einfach versuchen, das Beste herauszuholen. Ja. Denn man muss ganz klar sehen, das, was mal gekürzt ist, das kommt so leicht nicht wieder zurück. Und dass wir damals fair, aber hart, würde ich sagen, gegen die Politik vorgegangen sind, hat sich auch gelohnt, denn die Kürzungen wurden ja wesentlich reduziert. Die Kürzungen wurden reduziert, der Solidarpakt erlebt die vierte Auflage. Große Verdienste um den Sport, Herr Häfner. Und vielleicht haben Sie noch einen Sportler, Sie haben Heinz Fütterer genannt, der Sie unglaublich beeindruckt hat, auch in Ihrer Amtszeit. Gibt es da noch einen Namen, wo Sie sagen, das ist ein nordbadischer Sportler, eine nordbadische Sportlerin, an den Sie sich besonders gerne erinnern? Also an wen ich mich ganz besonders gerne erinnere, ist Baumann, der 5000-Meter-Läufer, mit dem ich auch einen persönlichen Kontakt und Verhältnis hatte. Und so jemand verliert man nicht mehr gerade aus dem Gedächtnis. Das war ja an für sich eine ziemlich einmalige Erscheinung, auch in der Leichtathletik. Ja, Dieter Baumann, er ist zwar Schwabe, hat aber in der Europahalle beim Indoor-Meeting große Leistungen vollbracht. Den haben wir jetzt beim BSB Nord mal geschwind eingemeindet. Herr Häfner, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich sage auch vielen Dank. Für den Sport möchte ich immer dabei sein. 75 Jahre BSB Nord und hier findet ein fliegender Wechsel statt, denn wir wechseln von Anton Häfner auf einen Mann, der sich wahrscheinlich sehr gefreut hat, dass eine Drohne einen beeindruckenden Flug auf das Haus des Sports gemacht hat. Denn sein Name ist mit dem Haus des Sports verbunden. Es ist ebenfalls ein verdienter Ex-Präsident des BSB Nord. Herzlich willkommen bei uns in der Gesprächsrunde, Peter Speckert. Freue mich, dass Sie bei mir sind. Dankeschön. Haus des Sports, das waren tolle Bilder, die wir gerade gesehen haben. Ein Projekt, um das Sie hart kämpfen mussten. Da gab es ja, viele Diskussionen, stürmische Zeiten, aber ich glaube, der Kampf hat sich gelohnt, oder Herr Speckert? Das auf jeden Fall. In der Tat, es war ein harter Kampf. Wir mussten aus dem alten Haus des Sportes raus, weil es zu eng und zu wenig Platz da war, um uns und auch die Fachverbände also zu beherbergen. Und dann war die Frage, wohin kann man, was kann man machen? Wir waren in Miede, aber schön wäre es natürlich gewesen, wenn wir was Eigenes gehabt hätten. Und am besten an einem guten Platz. Und da muss ich dem Herrn Stadler vom SSC danken, der uns natürlich im eigenen Interesse dann auf den Platz, auf dem es jetzt steht, an der Straßenbahn hingewiesen hat, dass dieses ganze Areal eben zum Sportgelände wird. Der OB Seiler wollte nicht. Ein Filetstück und das dem Land, das geht nicht, hat er gesagt. Und das waren spannende Zeiten, also mit Unterstützung von ersten Bürgermeister Kolb und Föhringer haben wir es dann geschafft, also nun die Zustimmung dafür zu bekommen und zu den Konditionen auch des Erbbaurechts, wie die anderen Sportvereine das haben. Auch das wollte OB Seiler zunächst nicht. Also ein Meilenstein ist Ihnen da gelungen. Nach einem Kampf, nach stürmischen Zeiten, apropos Kampf, der Kampf um die Selbstständigkeit, der hat auch Ihre Amtszeit geprägt. Nehmen Sie uns da ein bisschen mit. Ja, in meiner Zeit war natürlich die Begehrlichkeiten von Württemberg, vom Sportbund in Württemberg, waren natürlich groß. Und aufgrund dessen, dass man in der Mitgliederzahl also nun
die beiden anderen Sportbünde, Nord- und Südbaden, also übertroffen hat, wäre natürlich der Landessportverband mit hohen Kompetenzen für Württemberg natürlich geeignet gewesen. So war der Griff der Württemberger immer, auch auf die Einnahmen, war immer gegeben. Wir haben uns gewehrt und wir haben unsere Selbstständigkeit erhalten. Das war das Wesentliche, weil wir ein sparsamer Sportverband waren, konnten wir den Verein bei der Sportförderung 30% geben. Die Württemberger haben ihren 20% gegeben. Und da sieht man schon, warum nicht hier die Begehrlichkeiten waren. Also es hieß, aber ausnahmsweise nicht bei den Württembergern, Baden macht uns gesund. Das Otto-Hahn-Gymnasium ist die Eliteschule des Sports, Partnerschule des Leistungssports, und dort wurde mit dem BSB Nord gemeinsam das sogenannte Mentorenprogramm, die Mentorenausbildung, auf den Weg gebracht. Herr Speckert, was ist das Besondere an dieser Mentorenausbildung? Das Besondere an der Mentorenausbildung ist die Tatsache, dass etwas, was die Schule unbedingt vermitteln sollte, dass Schüler die Möglichkeit haben, vor einer Gruppe zu stehen, mit einer Gruppe umzugehen und sie und dazu zu lernen, das ist für den weiteren Lebensweg der Schüler von großer Wichtigkeit. Und insofern bin ich sehr stolz, dass das Otto-Hahn-Gymnasium die Geburtsstätte dieser Idee ist, dass wir nämlich dort Übungsleiter ausgebildet haben, die übrigens nach der Lizenz auch tätig geworden sind am Otto-Hahn-Gymnasium. Wir hatten einen Spielenachmittag, Freitag. Da sind sicher 10 bis 15 Gruppen von diesen Übungsleitern eben ausgebildet worden, beziehungsweise betreut worden. Und ein Erfolgsmodell, denn das Mentorenprogramm wurde dann kopiert und auf ganz Baden-Württemberg ausgeweitet. Herr Speckert, gehen wir noch ganz kurz zu Ihrer eigenen sportlichen Leidenschaft. Ich weiß, das ist Tennis. Sie waren Präsident des TC Rüppu. Unter Ihrer Ägide wurden die Damen deutsche Meisterinnen und Sie sind selbst begeisterter Tennisspieler. Ja, seit etlichen Jahren. Mit 11 hat es begonnen. Und am Anfang war es auch durchaus erfolgreich. Ich habe in der Jugend, war ich Rangliste in Baden. Und natürlich hat es einen Knacks bekommen, als ich diesen Unfall hatte. Der Verlust meines linken Unterschenkels. Und das hat mich im Tennisspielen zunächst einmal zurückgeworfen. Aber da ich dabei geblieben bin, hat es mir dann auch wieder viel Kraft gegeben. Und Kraft, die ich genutzt habe, dass ich durchaus noch in einem Doppel mitspielen kann und auch erfolgreich mitspielen kann. Bin viermal Bezirksmeister im Doppel geworden und habe den ein oder anderen Erfolg gehabt, in Düsseldorf mal mit der Mannschaft Dritter bei den deutschen Meisterschaften an Punkt 5. Aber das so, und das hat mich dann natürlich auch dazu gebracht, zu versuchen, dass wir im TCR erfolgreich Leistungssport treiben können. Und das war zum einen die Herren, die wir damals unter meiner Ägide von der zweiten Bundesliga in die erste geführt haben. Und in dieser Saison haben wir sogar den deutschen Meister Sundern, den amtierenden deutschen Meister Sundern, geschlagen. Ja. Und natürlich der Umstieg auf die Damen dann und die Möglichkeit, eben mit den Damen deutsche Meister zu werden. Beeindruckende Bilanz. Das war sehr schön. Eine persönliche beeindruckende Bilanz, im Doppel noch diese Leistung dann zu bringen. Gemeinsam ist man stark, und dann als TCR-Präsident, als BSB Präsident Nord. Herr Speckert, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Backer. 75 Jahre BSB. Ich erlebe einen
wunderbaren Talk, eine tolle Gesprächsrunde mit drei ehemaligen Präsidenten. Und der dritte im Bunde ist Heinz Jannerlik. Herr Jannerlik, wenn ich Sie Mr. BSB nenne, wie reagieren Sie da? Das ist ein großes Kompliment für mich. Da bin ich sehr glücklich darüber, dass man mich so mit dem BSB identifiziert. Schöner kann es nicht mehr kommen. Sie waren selbst ein unglaublich erfolgreicher Sportler. Guter Skifahrer, im Judo aktiv, aber, ich habe mir sagen lassen, auch ein erfolgreicher Fußballer. Erste Amateurliga haben Sie gespielt. Es wäre heute dritte Liga, also eine Profiliga. Ja. Und Ihr Spitzname war der Terrier. Wie viel Terrier mussten Sie als Präsident sein? Also einmal zu dem Terrier. Ich wollte nie gegen mich gespielt haben. Das war bestimmt kein Vergnügen für meine Gegenspieler. Und es hat mir wirklich geholfen, später im Beruf, wie auch in meiner Laufbahn, könnte man sagen, als Präsident im Bayerischen Sportbund, man lernt, sich durchzusetzen, man lernt, an einer Sache zu bleiben, diszipliniert zu sein, seinen Aufgaben zu entsprechen. Das habe ich sicher aus dem Sport mitgenommen. Und was bei Ihnen immer wichtig war, habe ich mir sagen lassen, Sie waren an der Hochschule erfolgreich, aber beim Sport waren Sie auf Augenhöhe mit den Sportlerinnen und Sportlern, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie wichtig war Ihnen das? Also das war mir sehr wichtig. Ich halte es für absolut falsch, wenn eine Führungsposition verbunden ist mit großen Hierarchien. Das halte ich für ganz falsch. Die besten Führungskräfte sind diejenigen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in dem Falle wäre das das großartige Hauptamt des Badischen Sportbundes, wenn man ihnen das Gefühl geben kann, das ist einer von uns. Ja, und Sie haben in Ihrer Amtszeit viele Höhepunkte erlebt, viele Anekdoten. Nehmen Sie uns mal mit, wir sind ja unter uns hier. Gibt es eine schöne Anekdote, die Sie vielleicht noch nicht allen erzählt haben? Also ohne Namen zu nennen, die ersten zwei Jahre waren nicht leicht. Wie gesagt, ich kam von der Hochschule, war einigen auch nicht so bekannt und da gab es im Präsidium Granden. Ich möchte es mal so kennzeichnen. Das waren etablierte Leute, die schon viele Jahre in der Sportorganisation gearbeitet haben und die haben mich schon beäugt und haben mich auch auf die Probe gestellt und sich da durchzusetzen, das war nicht leicht. Man musste die charakteristischen Merkmale dieser Leute kennenlernen und sie dann genau an dem Punkt treffen. Dann hatte man gewonnen. Olympische Spiele, Herr Jannerlik, DOSB-Präsident Hörmann ist jemand, den wir schon gehört haben, hier mit einem Grußwort, der ganz wichtig sich zum BSB Nord bekennt, sagt, ganz wichtig in Sport Deutschland. Sie haben ein bisschen was zu tun mit seiner Wahl damals. Ja, also ich möchte vorausschicken, Alfons Hörmann ist ein Glücksfall für den organisierten Sport in Deutschland und über die Grenzen hinaus. Ich habe ihn kennengelernt, da war er Präsident des Deutschen Skiverbandes. Und wir sind auch oft zusammengekommen, haben private Gespräche geführt. Und da war mir damals schon klar, wenn einer ein Nachfolger von Manfred von Richthofen, der eine ganz andere Art hatte, werden kann, dann ist es Alfons Hörmann. Und ich habe damals alles gemacht, um ihn zu intronisieren. Und es ist gelungen mit vielen anderen gemeinsam. Ja. Herr Jannerlik, wenn man Ihre Amtszeit anschaut, gibt es zwei Stichworte, die bemerkenswert sind. Das ist die Anerkennungskultur und die Sportentwicklung. Beginnen wir mit der Sportentwicklung. Also das ist eines meiner Lieblingsthemen gewesen. Sportentwicklung, das bedeutet, im Sport wie im Leben gibt es nichts Stabiles, sondern im Laufe der Zeit zwangsweise ergeben sich immer die Notwendigkeiten der Veränderung. Und das bedeutet Sportentwicklung. Ich habe immer versucht, den Vereinen, den Fachverbänden und so weiter, den ganzen Organisationen deutlich zu machen, ihr müsst über eure jeweiligen Grenzen hinausschauen und sehen, wie können wir uns für die Zukunft rüsten und damit auch entsprechend realisieren. Zur Zukunft gehört Motivation, Stichwort Anerkennungskultur. Ja, ich glaube, dass es schon in den vergangenen Zeiten gab es immer wieder Momente, wo Menschen, die sich überdurchschnittlich engagiert haben, nicht mit einer entsprechenden Anerkennungskultur konfrontiert wurden. Das war auch ein Anliegen von mir. Zeigt den Leuten, wie dankbar ihr seid dafür, dass diese Menschen Zeit, Energie und noch viel mehr opfern. Sie sind mit Herzen dabei gewesen. Ja. Und das muss man auch mit entsprechenden Gegenleistungen beantworten. Bleiben wir bei Anerkennung. Wollen Sie eine Sportlerin, einen Sportler herausheben in Nordbaden, wo Sie sagen, ganz prägende Persönlichkeit, vielleicht aus der unmittelbaren Vergangenheit sogar? Ganz spontan. Das ist
VMI Hambo. Ja. Also so etwas Beeindruckendes in vielerlei Hinsicht. Als Sportlerin sowieso, Weltklasseniveau, als Persönlichkeit, wenn man mit ihr kommuniziert. Das ist ein Erlebnis und dennoch eine Art von Bescheidenheit, die nicht aufgesetzt ist, sondern absolute Natürlichkeit ausstrahlt. Und sie hat ja den Titel Sportlerin des Jahres nach Nordbaden gebracht. Ja. Heinz Jannalik, sehr beeindruckend. Herzlichen Dank für Gerne. Das wie immer emotionale und geschliffene Gespräch. Danke dafür. Und wir haben eigentlich schon den Übergang gemacht aus der Vergangenheit in die Gegenwart und auch in die Zukunft. Wir erinnern uns an große Namen im BSB-Sport, erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler. Zum Beispiel an den Tischtennis-Weltmeister Steffen Fetzner, der im Spöcker-Turnverein die ersten Bälle spielte. Oder an den Fußballnationalspieler Jürgen Kohler, der bis zum 16. Geburtstag beim TB Jan Lambsheim spielte, ehe die Jugend von Waldhof Mannheim wechselte. Auch eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten ist Mannheimerin Steffi Graf. Sie gewann 22 Grand-Slam-Turniere. 377 Wochen stand sie an der Spitze der Weltrangliste. Der Olympiasieger von München, Hockeystar Michael Peter, spielte während seiner gesamten Karriere für den HC Heidelberg. Von dort kam mit Dieter Freise ein Hockey-Olympiasieger aus einer anderen Generation. Der Pforzheimer René Weller holte bei den Amateuren und als Profi internationale Titel. Fünfmal wurde er Deutschlands Boxer des Jahres. Sie revolutionierte den Frauenboxsport, Regina Halmich. Ungeschlagen war sie von 1995 bis 2007 Weltmeisterin der Women International Boxing Federation. Und hier ist eine Legende des nordbadischen Sports, Rudi Altig, ein waschechter Mannheimer, auf der Bahn wie auf der Straße Radweltmeister und Tour de France-Teilnehmer. Von den Sportgrößen der Vergangenheit, an die wir uns unglaublich gerne erinnern, in die Gegenwart. Dazu haben wir den Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar in Heidelberg besucht und zwei Olympiateilnehmer getroffen, die eine ganz besondere Verbindung zum BSB Nord haben. Da ist zum einen Sabine Kusterer. Sie belegte in Rio 2016 den 10. Platz im Gewichtheben und ist aktuell BSB Nord Vizepräsidentin. Daniel Striegel aus Tauberbischofsheim gewann bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen als Fechter Bronze mit der Mannschaft. Heute leitet er den Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar in Heidelberg, dessen Präsidentschaft der BSB-Präsident, also aktuell Martin Lenz, übernimmt. Hier unsere Eindrücke. Ja, der Olympiastützpunkt heißt ja Rhein-Neckar, aber eigentlich müsste der Olympiastützpunkt Nordbaden plus Vorderpfalz heißen. Das ist nämlich quasi das Zuständigkeitsgebiet, wie man so schön sagt. Und in diesem Gebiet haben Trainings- und Lebensmittelpunkt etwa 300 Bundeskader. Und noch viele herausragende Landeskader natürlich, die hier leben und trainieren und auf die eine oder andere Weise immer wieder mit dem OSP in Kontakt haben und denen wir hoffentlich auf ihrem Weg nach Olympia auch ein bisschen helfen können. Jetzt mit 30 Jahren habe ich eigentlich schon alles erlebt, was es hier am Olympiastützpunkt zu bieten gibt. Ich bin sehr dankbar hier für die physiotherapeutische Unterstützung. Die braucht man im Gewichtheben und im Leistungssport allgemein sehr häufig, weil es oftmals zwackt und zwickt. Dann komme ich hier sehr, sehr regelmäßig zum Krafttraining her. Meine Krafttrainerin schreibt mir extra Pläne, präventiv, aber auch welche Schwächen ich habe. Und auch fordert sie mich da immer in irgendwelchen Bauchübungen heraus und komme da auch an meine Grenzen. Ich selber trainiere in Leimen, was eine Außenstelle hier vom Olympiastützpunkt ist. Also sozusagen, obwohl ich nicht immer hier vor Ort bin, bin ich aber immer im Kreise des Olympiastützpunkts untergebracht und darf dort trainieren. Ich habe auch hier in dieser Halle meine Olympia-Qualifikation geschafft und die Erinnerungen, die werden ewig hier drinnen bleiben. Hochleistungssport, Leistungssport kann man ja gar nicht trennen von Wettkampfsport und dem sogenannten Breitensport, auch wenn ich das Wort nicht mag. Und insofern ist auch diese Struktur in Baden-Württemberg und in Nordbaden, dass es einen Olympiastützpunkt gibt, dass es einen Sportbund gibt, dass es einen Landessportverband gibt. Also
Diese Arbeitsteilung, möchte ich sagen, die ist aus meiner Sicht hervorragend. Die funktioniert auch sehr, sehr gut in Nordbaden. Und insofern ist es auch ganz folgerichtig, dass der Präsident des Badischen Sportbunds Nords als Vizepräsident des Landessportverbandes, der Präsident vom OSP Rhein-Neckar ist. Also überall trifft man dann den Martin Lenz, der sich da ja auch mit dem Leistungssport, der ihm ja ursprünglich fremd war, unheimlich familiär gemacht hat und auch hohe Kompetenzen entwickelt hat in relativ kurzer Zeit. Ja. Also Nordbaden ist Nordbaden, da braucht man nicht zu trennen zwischen den einzelnen Institutionen. Läuft alles sehr gut zusammen. Gewichtheben ist eine Mischung aus Schnellkraft, Technik, Beweglichkeit, mentale Stärke. Da werden so viele Attribute gefordert, alles in kürzester Zeit abrufen zu müssen. Und da jedes Mal an seine körperlichen Grenzen zu kommen und auch wieder neue Grenzen zu erforschen, das ist die Faszination am Gewichtheben. Da ist die Stütze, den Olympiastützpunkt zu haben, auch sehr erforderlich, weil das kann alles gar nicht der Spitzensportverband leisten. Das sind Profis, was das Gewichtheben angeht. Aber es gehört ja viel, viel mehr dazu, Leistungssportlerin zu sein. Die ganze Regeneration, aber auch die duale Karriere wird hier vorbereitet in Hilfe von Gesprächen mit dem Laufbahnberater. Da haben wir auch immer Unterstützung. Wir bekommen hier Ernährungsberatung, psychologische Betreuung. Die Sportmedizin ist hier angegliedert. Also da ist eine ganze lange Liste, die der Olympiastützpunkt anbietet und die braucht man im Leistungssport. Ja, ich bin ja in Nordbaden geboren, aufgewachsen und habe es auch nie verlassen. Ich bin ja Fechter von Haus aus und da war ja der ganz große Stützpunkt natürlich in Tauberbischofsheim. Also auch gerade noch in Nordbaden. In Mannheim bin ich, wie gesagt, aufgewachsen. Jetzt bin ich in Heidelberg beruflich tätig. Also ich bin Kurpfälzer und Nordbadener durch und durch. Insofern ist der BSB Nord seit Kindesbeinen an mein Begleiter. Und ich bin ja auch wirklich ganz klassisch über die Kooperation Schule-Verein zum Leistungssport gekommen. Und wenn ich es richtig weiß, dann ist das ja auch ein Programm, was über den Sportbund läuft. Und also mannigfache Verbindungen. Und ich bin froh, dass ich weiterhin noch mit dem BSB verbunden bin. Dadurch, dass ich halt schon mit jungen Jahren hier das erste Mal war, hat man dann früher die großen, damals erfolgreichen Sportler und Sportlerinnen getroffen. Und da war man selber ein junges Mädchen. Und das war schon Motivation pur, die erwachsenen, international erfolgreichen Athleten und Athletinnen zu sehen. Und jetzt gehöre ich da selber dazu und kann da junge Sportler und Sportlerinnen motivieren. Martin Lenz ist wieder bei mir, Präsident des BSB Nord. Martin Lenz, beeindruckende Bilder vom Olympiastützpunkt. Da muss einem ja um die Zukunft des Sports in Nordbaden wahrlich nicht bange sein, oder? Nein, um die Zukunft des Sports muss einem überhaupt nicht bange sein. Das zeigt der Rückblick und die tolle Geschichte unseres Sports seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber es zeigt vor allem die aktuellen Zahlen, wie viele Kinder und Jugendliche, wie viele Familien jeglichen Alters gerne Sport treiben. Also um die Zukunft des Sports muss einem wahrlich nicht bange sein. Also optimistischer Blick in die Zukunft, in die nächsten 75 Jahre, sage ich mal. Der Rückblick in die letzten 75 Jahre, der ist uns heute, denke ich, visuell gelungen. Aber da gibt es noch ein tolles Werk, das hier präsentiert wird. Ja, ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, mit diesem Werk, wie du sagst, lieber Martin, einen Rückblick zu gestalten, der Erinnerung lebt und atmet. Und ich glaube, das ist eine schöne Ermutigung, auch in Zukunft sich für unseren Sport auch ehrenamtlich weiter so zu engagieren, wie es die Erfolgsgeschichte des Bayerischen Sportbundes Nord ja zeitigt. Vorhin haben wir sie bereits erwähnt, die neuen Sportkreise, in die der BSB ja untergliedert ist und die sich vor allem für den Sport vor Ort, in den Vereinen und den Kontakt mit den Kommunen einsetzen. Auch sie wollen dem BSB Nord natürlich ganz persönlich gratulieren. Wir schauen rein. Ein herzliches Dankeschön geht an den Badischen Sportbund für die Unterstützung, die der Sportkreis in all den Jahren erfahren hat. Ich wünsche dem Badischen Sportbund trotz der aktuellen Corona-Situation ein schönes Jubiläumsjahr. Ich gratuliere dem BSB Nord im Namen des gesamten Vorstandes des Sportkreises Sinsheim ganz herzlich zum 75-jährigen Jubiläum.
Ich nutze auch gern die Gelegenheit, mich für die kompetente Arbeit und Unterstützung und ganz besonders für die sehr angenehme und unkomplizierte Art der Zusammenarbeit zu bedanken, sowohl mit dem Präsidium als auch mit der Geschäftsstelle. Vielen Dank, es macht Spaß mit euch. Machen wir weiter so. Auch der Sportkreis Pforzheim-Enzkreis gratuliert und verbindet es mit einem Dankeschön an den Badischen Sportbund Nord. Durch das jahrzehntelange, herausragende und zukunftsorientierte Arbeiten hat er für den organisierten Sport in Nordbaden eine Basis geschaffen, auf den die Sportkreise mit ihren Vereinen aufbauen konnten. Alles Gute zum 75. Geburtstag. Der Sportkreis Heidelberg beglückwünscht den Badischen Sportbund Nord ganz herzlich zu seinem 75-jährigen Bestehen. Wir haben den Sportbund als absolut verlässlichen Partner erfahren und bemühen uns nach Kräften um eine erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit. Lieber BSB Nord, mach weiter so. Herzlichen Glückwunsch dem BSB zu seinem 75-jährigen Jubiläum. Ich bescheinige dem BSB in Karlsruhe hiermit gerne, dass Sie das beste Servicebüro sind. So unter dem Motto, wird sofort erledigt, wird alles für die Sportkreise und auch für die Sportvereine getan. Und das kann man zum 75-jährigen Jubiläum mehr als nur unterstreichen. Für das ganze Team nochmal alles Gute. Lieber Badischer Sportbund, zu unserem 75-jährigen Jubiläum wünscht der nördlichste Sportkreis Tauberbischofsheim alles Liebe und gute Gelingen für die Zukunft. Besonders stolz sind wir natürlich auf unser Ehrenmitglied, Herrn IOC-Präsident Dr. Thomas Bach, zu dem wir ein freundschaftliches Verhältnis pflegen und von dem wir ebenso herzliche Grüße aus Lausanne übermitteln sollen. Weiter so! Hallo, ich gratuliere dem Badischen Sportbund Nord recht herzlich zu seinem 75. Geburtstag. Wir wünschen allen Verantwortlichen ein weiterhin erfolgreiches Wirken, Elan, Ideenreichtum, Courage und das nötige Quäntchen Glück, um den BSB Nord, seine Vereine, Fachverbände und Sportkreise in eine gesicherte Zukunft zu führen und freuen uns auf eine weiterhin gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit. Seit 75 Jahren ist der Badische Sportbund Motor für neue Ideen und wichtiger Netzwerkpartner für deren Umsetzung. Wir im Sportkreis Mannheim schätzen sehr, wie es dem Badischen Sportbund immer wieder gelingt, uns beim Finden passender Antworten auf die sich derzeit schnell verändernden Rahmenbedingungen zu unterstützen. Danke für all dies, Badischer Sportbund, und Happy Birthday. 75 Jahre Badischer Sportbund Nord, das sind 75 Jahre Engagement und Kreativität zum Wohl der Vereine, der Verbände und zum Wohl des gesellschaftlichen Miteinanders. Herzlichen Glückwunsch und weiter so. Beeindruckende Grußbotschaften aus den Sportkreisen, Präsident Martin Lenz. Ich glaube, wie bei jedem Jubiläum gilt es auch heute, von Ihrer Seite Dank zu sagen. Ja, ich glaube, man kann gar nicht genug Danke sagen. Zunächst mal allen Eltern, die ihren Kindern mitgeben, doch lebenslang Sport zu treiben. Aber dann gibt es natürlich ganz, ganz viele, die die Familien unterstützen, gerade in den ersten Lebensjahren, die unzähligen Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Aber nicht vergessen, auch jede Schatzmeisterin, jeder Schatzmeister, jeder Vorsitzende, alle tragen dazu bei, dass unser Sport so wichtig ist, dass er lebt und dass er Sinn gibt. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft für 75 Jahre BSB. Und ich freue mich auf die weiteren 75 Jahre sinnvoller Freizeitgestaltung und vor allem viel Gesundheit, und zwar für alle Lebensalter. Danke, Martin Lenz. Meine Damen und Herren, das war sie. Die Übertragung zu 75 Jahren Badischer Sportbund Nord. Und wie sich's gehört, haben wir noch ganz tolle Impressionen aus den Vereinen. Herzlichen Dank.